Der Bote. Buch 9. Amerika fällt. Von Scott Medbury. Gelesen von Kai Powalla. Der Bote. Da sah ich ein fahles Pferd, und der, der auf ihm saß, heißt der Tod, und die Unterwelt zog hinter ihm her. Offenbarung Kapitel 6, Vers 8. 1. Der Bote hörte sie schon aus weiter Entfernung kommen. Sie waren laut und sorglos. Es war die Art von Lärm und Sorglosigkeit, die nur von Menschen kommen kann, die sich ihrer Sache absolut sicher waren. Es war später Nachmittag und das dicke Gestrüpp an der Straßenseite reichte ihm, um sich zu verstecken. Er war genau 3 Minuten und 53 Sekunden in seinem Versteck, bevor sie die Kurve vor ihm durchschritten hatten. Er wusste das, denn als er sie gehört hatte, zog er seine angeschlagene Stoppuhr aus der Tasche seines großen Mantels und stoppte die Zeit. Sein Mund war zu einer düsteren Linie geformt und war in seinem rostfarbenen Bart kaum sichtbar. Er mochte ihr Aussehen nicht. Zuerst dachte er, sie sähen aus wie Banditen, denn sie hatten die gleichen rasierten Köpfe und Arroganz, aber die 4 Männer waren irgendwie anders. Was der genaue Grund dafür war, konnte er aus der Ferne und im verblassenen Licht des späten Nachmittags nicht sagen. Alle 4 waren bewaffnet. Der Anführer hatte einen Jagdbogen, den er über der Schulter trug. Die anderen trugen ein Sortiment von Schlagwaffen an ihren Gürteln und Schlingen. Er musterte sie genau, als sie auf der Straße zu seinem Aussichtspunkt vorrückten. Jeder hatte ein tätowiertes, schwarzes Muster an den Augen, das wie Tränen aussah, die an ihren Wangen heruntertropften. Das nächste, was er ausspähen konnte, war das Pentagramm, das in die Stirn des Führers geschnitzt war. Der Gesandte brauchte keine weiteren Beweise, um zu verstehen, wer sie waren. Die geschrumpften menschlichen Ohren, die um ihren Hals herumgespannt waren, und die geschärften Zähne in ihren Mündern bestätigten nur noch das, was er schon lange vermutete. Es waren Kannibalen. Der Bogenträger war ihr Anführer, und die Form, die in seine Stirn gearbeitet war, signalisierte seinen Rang. Bei all seinen Reisen in die südlichen Bereiche von New Hampshire und hinter die ehemalige Grenze nach Massachusetts hatte er bis jetzt nur 2 Begegnungen mit Menschen ihrer Art gehabt. Sie waren verschwiegen, und wenn sie nicht versteckt waren, kamen sie im Allgemeinen nur zur Jagd heraus. Die erste Begegnung war schlecht für die beiden ausgegangen, die er auf der Straße getroffen hatte. Der Rat hatte angeordnet, dass, wenn möglich, alle Kannibalen exekutiert werden sollten, wenn man ihnen begegnet, und er war natürlich froh, dieser Anweisung nachkommen zu können. Bei seiner zweiten Begegnung war er auf ein Kannibalenlager gestoßen. Er hatte es einige Stunden beobachtet und trotz der Tatsache, dass sie in der Zwischenzeit wahrscheinlich weitergezogen waren, hatte er dem Rat nach seiner Rückkehr ihre Position gemeldet. Er spuckte in den Dreck unter dem Busch. Von all den zügellosen, gesetzlosen Banden, die nach dem Rückzug der Chinesen nach Westen entstanden waren, waren die Kannibalen wahrscheinlich die gefährlichsten. Er beobachtete, wie sie in der Ferne verschwanden, und kam zu einer schnellen Entscheidung. Er würde ihnen eine Weile folgen. Er konnte es sich leisten, einige Tage damit zu verbringen, und wenn er Glück hatte, würden sie ihn zu ihrem Lager führen. Wenn nicht, würde er diese 4 selbst töten. 1 oder 2 Tage waren ein kleiner Preis angesichts der vielversprechenden Chance, ihren geheimen Unterschlupf zu finden. Als sie außer Sichtweite waren, schlich er sich still aus seinem Unterschlupf und nahm die Verfolgung auf. Eine Stunde später hatte er sich an einem Baum auf die Lauer gelegt und beobachtete, wie die Kannibalen an einer Lichtung am Straßenrand lagerten. Er wusste, dass etwas mehr als 4 Kilometer entfernt ein kleines Handelsdorf war. Es war eines der wenigen Dörfer, das es geschafft hatte, außerhalb der 3 Städte zu überleben. Es hatte einen gewissen Anschein von Ordnung, und die Menschen dort waren arm, aber zufrieden. Er hatte vor, dort seine Vorräte aufzustocken. Er hatte viele Male auf Reisen in diesem Teil des Staates dort angehalten und plante, das Dorf auch diesmal wieder zu besuchen. Nun ging er davon aus, dass die Kannibalen genau das auch planten. Kamen sie, weil sie Vorräte brauchten oder um Ärger zu verursachen?
Er beobachtete sie in der Dunkelheit. Ihre Silhouetten waren im Schein eines kleinen Feuers erkennbar. Sie lachten und redeten, als einer von ihnen Fleisch aus einem Sack zog und es herumreichte. Er konnte nicht genau sehen, was es war, das sie auf ihren Messerspitzen aufgespießt hatten, als sie am Feuer standen. Aber er wusste gut genug, dass es wahrscheinlich Menschenfleisch war. Der Zorn nagte an ihm wie die Flammen, die das Fleisch grillten, und er überlegte kurz, sie auf der Stelle umzubringen. Es wäre einfach gewesen und sicherlich befriedigend. Sie hatten keine Wache aufgestellt und waren damit beschäftigt, ihre Bäuche zu füllen und zu reden. Trotzdem behielt er die Ruhe. Die Chance, dass sie ihn zurück zu ihrem Lager führten, war zu wertvoll, um sie einfach zu verschwenden. Warum sollte er jetzt 4 von ihnen töten, wenn er später die Chance haben könnte, ein ganzes Nest auszuräuchern, indem er eine Gruppe aus dem Dorf zu ihrem Hauptquartier führte? Er machte es sich bequem, kreuzte seine Beine und beobachtete sie, als er ein gefaltetes Tuch aus seinem Mantel zog. Er wickelte es vorsichtig mit einer Hand aus und fing an, einige Beeren und Nüsse zu essen. Der Appetit auf Fleisch war ihm gründlich verdorben worden. Schließlich betteten sich die Kannibalen für die Nacht nieder und der Bote tat dasselbe. Er legte sich in die flache Kuhle, die er gefunden hatte, und nutzte einige der Herbstblätter, um seinen Körper abzudecken, bis nur noch sein Gesicht im Flickenteppich aus Rot, Gold und Braun sichtbar war. Er erwachte, als die ersten Zeichen der Morgendämmerung am dunklen Himmel sichtbar wurden. Er aß noch einige seiner Beeren, als er darauf wartete, dass die Kannibalen sich in Bewegung setzten. Genau 33 Minuten und 43 Sekunden hatte es gedauert. Er hatte die Zeit mit der Stoppuhr gestoppt. Viele Menschen fragten ihn, warum er die Stoppuhr überhaupt benutzte. Er hatte nur eine Antwort auf diese Frage: Weil jede Sekunde zählt. Er hatte natürlich eigentlich keinen Grund. Es machte keinen Unterschied. Aber aus irgendeinem Grund tröstete ihn die Stoppuhr und gab ihm eine Verbindung zur Vergangenheit. Der Umgang mit der Zeit war nicht derselbe in dieser neuen Welt. Die Welt, in der die Menschen Zeit zu einer alles entscheidenden Ware gemacht hatten, war schon lange ein Relikt der Vergangenheit. Nicht genug Zeit haben. Verschwende keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Zeit vergeht. All diese Ausdrücke bedeuteten damals etwas, jetzt aber waren sie bedeutungslos. Jetzt gab es nichts als Zeit und hin und wieder stoppte er sie gerne. Es war zu einer Gewohnheit geworden, die er nutzte, um sich zu entspannen. Er wartete, bis sich die Kannibalen in Bewegung setzten, bevor er sich aus seinem Versteck befreite. Sie gingen tatsächlich ins Dorf, und es war kein Problem für ihn, sie in einer diskreten Entfernung zu verfolgen. Er war froh darüber, sich jetzt einfach der Dorfbevölkerung anschließen zu können. Die anderen Menschen würden ihm als Tarnung dienen, damit er ihnen näher kommen könnte. Vielleicht könnte er sie sogar belauschen und somit etwas von ihren Plänen erfahren. Das Dorf war in Wirklichkeit der Rest einer kleinen Stadt in New Hampshire namens Pelham. Die Menschen waren so schmutzig und ungepflegt wie die Stadt selbst, aber angesichts der Tatsache, dass ihre ersten Bewohner nicht älter als 16 oder 17 gewesen waren, war die Existenz des Dorfes allein schon ein guter Beweis für die soziale und entschlossene Natur der Menschen. Der chinesische Völkermord hatte fast jeden amerikanischen Mann und jede Frau im Alter von über 16 Jahren getötet. Und als sie selbst gezwungen waren, aus den östlichen Staaten zu fliehen, hatten die Invasoren die überlebenden Kinder einfach ihrem eigenen Schicksal überlassen. Viele waren ums Leben gekommen, aber andere hatten es geschafft, zu überleben. Während sich das Dorf jetzt auf dem Niveau des Mittelalters befand, ähnelte die Stadt, aus der der Bote kam, Manchester, vor dem Fall Amerikas die größte Stadt in New Hampshire, eher einer amerikanischen Stadt aus dem frühen 20. Jahrhundert. Es war nicht einfach gewesen, sie auf dieses Niveau zu bringen. Das Vakuum, das die Chinesen hinterlassen hatten, erlaubte es, dass sich einige kleinere Nationen bildeten. Einige beließen es dabei, einfach nur zu überleben, während andere versuchten, ihre Territorien zu erweitern. Genau das hatte natürlich zu unvermeidlichen Auseinandersetzungen geführt. Eine besonders brutale Zeit war schließlich durch die sogenannte Schlacht bei Concord zum Abschluss gebracht worden. Ein Konzil war von den Siegern gebildet worden, und es war der Traum von eben diesem Konzil, dass eines Tages ganz New Hampshire, New York State und Maine zusammen als The Cities bekannt, ein sicherer und vereinter Ort für alle sein würde.
Der Bote war von Anfang an dort gewesen und dieses Denken und die Weitsicht waren die Grundlage seiner Missionen. Sie nannten ihn der Bote, aber tatsächlich war er eher ein Rekrutierer, ein Sammler von Menschen. Er reiste umher und suchte Menschen mit den richtigen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften und erzählte ihnen von den Städten Manchester, Rochester und Concord. Er bot ihnen einen Platz in der Stadt an und machte dann weiter, um noch mehr Menschen zu finden. Nachdem er 10 Rekruten gesammelt hatte, führte er sie zurück nach Manchester, blieb eine Weile und ging dann wieder hinaus. Das hatte er viele Jahre lang getan. Natürlich lehnten einige ab, aber die meisten, denen er das Angebot machte, nahmen es an. Sie waren inspiriert von seinen Geschichten und setzten seine Hoffnung auf sein Versprechen einer funktionierenden Gesellschaft. In den Städten gab es fließendes Wasser, Strom, Recht und Ordnung, eine rudimentäre medizinische Versorgung, Arbeit und eine kombinierte stehende Armee von 3000 Mann. Die Fähigkeit des Boten, mit den verschiedenen Menschen, die er traf, zu kommunizieren und dabei ein Bild des Lebens zu malen, das in den Städten möglich war, machte ihn zu einem wichtigen Faktor für das Wachstum der Bevölkerung, seit sich die ursprüngliche Gruppe dort vor 10 Jahren angesiedelt hatte. Wenn man sich die zerlumpten und unterernährten Individuen anschaute, die hier ihrem Alltag nachgingen, war es nicht schwer zu verstehen, warum das Rekrutieren oft sehr einfach war. Dennoch rekrutierte er selten jemanden aus Pelham. Die Denkweisen und Gewohnheiten der Menschen hier machte sie für das Rekrutieren ungeeignet. Kriminalität war hier weit verbreitet, auch wenn es durchaus so etwas wie lokale Gesetzeshüter gab. Es war nicht schwer, mit den Kannibalen mitzuhalten, als sie in die Stadt kamen. Die ungewaschenen Menschenmengen öffneten sich bei ihrem Anblick, so wie die See einst Moses wich. Er verlangsamte jetzt absichtlich sein Tempo. Er wollte vermeiden, dass sie sich umdrehten und ihn entdeckten. Die großen, wohlgenährten Kannibalen konnte man nicht mit Dorfbewohnern verwechseln, aber auch er als Außenseiter war leicht zu erkennen gewesen. Der Bote war sehr groß und hatte lange Beine. Unter seiner dunklen, staubigen Kleidung war er ganz mager. Sein rotes Haar war mit einem Knoten zusammengebunden und wirkte durch die letzten Tage sehr schmutzig. Es war einige Töne heller als das tiefere Rot, fast braun seines Bartes. Die Kannibalen überraschten ihn ein wenig. Sie verursachten keine Probleme und schienen sich darauf zu konzentrieren, die Waren auf dem Hauptplatz zu überprüfen. Hin und wieder sah er sie eine Münze werfen und gekaufte Gegenstände in einen Sack legen, den einer von ihnen trug. Nach ein paar Minuten entdeckte er 2 Männer. Sie waren groß und wirkten nicht wie Dorfbewohner. Aus seinen Augenwinkeln sah der Bote, dass sie in alten State Trooper-Uniformen gekleidet waren. Beide Männer trugen kleine Knüppel. Sie waren Marshals und waren damit die lokalen Gesetzeshüter des Dorfes. Sie folgten den Kannibalen diskret, aber selbst von jenseits des Platzes konnte er die Besorgnis auf ihren Gesichtern sehen und als er ihnen zusah, bemerkte er, wie der größere der beiden seinem Partner gut zureden musste, um überhaupt die Verfolgung aufrechtzuerhalten. Es schien, dass die Kannibalen nicht daran interessiert waren, Ärger zu machen. Die Angst der Gesetzeshüter war also vielleicht völlig unbegründet. Der Bote vermutete, dass sie sogar regelmäßige Besucher des Dorfes sein könnten. Die Leute, denen sie begegneten, schienen durch ihre Anwesenheit nicht besonders verunsichert zu sein. Er prägte sich dies für ihn überraschende Verhalten ein. Er wusste, dass das Wissen um dieses Verhalten ihm in Zukunft helfen könnte. Spätestens dann, wenn es dazu käme, die Kannibalen aufzuspüren und zu töten. Als die Kannibalen von Stand zu Stand über den Platz gingen, tat der Bote so, als würde er die Waren auf der anderen Marktseite überprüfen. Als er an einem weiteren Stand hielt, fiel ihm auf, dass die Frau, die ihn bediente, nur ein Auge hatte. Ihr linkes Auge war blau und auf der rechten Seite befand sich lediglich ein leerer, rosafarbener Sockel. Er konzentrierte sich auf das vorhandene Auge. Sie bereitete aufgespießte Fleischstücke auf einem Grill zu. Der Duft des knisternden Fleisches ließ seinen Magen knurren. »Was für Fleisch ist das?« Sie lächelte ihn an. Angesichts ihres fehlenden Auges war er von ihren gut erhaltenen Zähnen überrascht. Sie deutete auf die lange Reihe von Kebabs. »Das da ist Hund.« Dann deutete sie auf die anderen, die nur aus 4 kleineren Fleischstücken bestanden. »Schwein!« 1 Cent pro Stück für Hund,
Meerfischschwein. Ich nehme 2 Schweinespieße. Ihre Augen weiteten sich, sie schaffte es nur selten, etwas zu verkaufen und teilte die Fleischspieße normalerweise mit ihrer Familie. Er griff in die Tasche seines Mantels und warf ihr eine Dollarmünze zu. Sie war goldfarben und ein wirklich seltener Anblick in den derzeitigen Zeiten. Die Frau schnappte mit einem schnellen Reflex die Münze aus der Luft. Sie keuchte, als hätte sie gerade die Lotterie gewonnen. »Danke, mein Herr!« Er vergaß sie, als er in das salzige Fleisch biss. Es waren Tage vergangen, seit er in Ruhe essen konnte. Er genoss das zarte Fleisch, auch wenn er etwas zweifelte, ob es sich wirklich um Schweinefleisch handelte. Aber das spielte jetzt keine Rolle. Er konnte fast spüren, wie seine Energie mit jedem Bissen anstieg. Als er das Fleisch von den beiden Holzspießen gezogen hatte, warf er sie in den Schlamm und drehte sich um, um nach den Kannibalen zu suchen. Sie waren nirgends zu sehen. 2. Der blonde Elfjährige folgte seinem Vater von Stand zu Stand, während er die Karre mit Vorräten füllte, die ihnen hoffentlich helfen würden, den Winter zu überstehen. Cane Rand war groß für sein Alter. Seine Füße waren von der Wanderung erschöpft, aber er freute sich auf seine erste Expedition ins Dorf. Sein Vater hatte ihm immer wieder versprochen, dass er ihn begleiten dürfte, wenn er 12 Jahre alt sei. Aber seine Mutter hatte sich in diesem Herbst auf die Seite des Jungen gestellt und zu Recht darauf hingewiesen, dass er groß genug sei, um beim Transportieren der Waren zu helfen und damit vielleicht eine weitere Expedition mitten im Winter überflüssig zu machen. »Das letzte Mal, als du in den Schnee musstest, hättest du dich fast umgebracht«, hatte sie gesagt. »Er ist begierig darauf. Nimm ihn einfach mit. Daniel, bitte.« Sie hatten sich tagelang gestritten, aber schließlich hatte sie seinen Vater zur Vernunft gebracht. Vater und Sohn waren an diesem Tag vor Sonnenaufgang aufgebrochen, mehr als 6 Stunden vor der Morgendämmerung. Die vielen Stunden Fußmarsch kamen dem Elfjährigen wie eine Ewigkeit vor. Die Monotonie wurde nur durch die Geschichten unterbrochen, die sein Vater über die Vergangenheit erzählt hatte. Der Rückweg würde ihm noch länger vorkommen, wenn ihre Karre und ihre Rucksäcke einmal voll beladen waren. Cane spürte, wie das Gewicht seines Rucksacks mit jedem Gegenstand, den sein Vater hineinlegte, schwerer wurde, und er begann, seinen Eifer zu bereuen. Als sie 3 Stunden zuvor angekommen waren, war er von einer neuen Energie durchdrungen gewesen. Der Anblick und die Geräusche des Dorfes hatten seine Sinne überrumpelt, aber sie störten ihn nicht, wie sein Vater gewarnt hatte, sondern verstärkten nur seine Aufregung über diese neue, wunderbare Erfahrung. Was ihn allerdings verblüffte, waren die Menschen. Cane konnte die Anzahl der Mitmenschen, die er in seinem ganzen Leben kennengelernt hatte, an beiden Händen abzählen. Er kannte nur seine eigene 6-köpfige Familie und seinen in Frieden ruhenden Großvater. Jetzt war er hier unter Hunderten von ihnen. Hier gab es Menschen aller Art, und er hörte nicht auf zu glotzen, bis sein Vater ihm eine sanfte Ohrfeige verpasst hatte. »Starr nicht so, das ist unhöflich.« Danach war er vorsichtiger geworden, wenn er die Menschen um sich herum betrachtete. Dennoch neigte er immer noch dazu, sie anzustarren, wenn er jemanden sah, der ihn interessierte. Sie füllten ihren Karren mit Gemüse, getrockneten Früchten, gesalzenem Fleisch und verschiedenen Utensilien, die sein Vater für nützlich hielt, und als sie fertig waren, hatten sie fast das gesamte Geld ausgegeben, das sie mitgebracht hatten. »Ich muss noch einmal auf Schatzsuche gehen, bevor der Winter einbricht«, sagte Daniel Rand zu seinem Sohn. Sie aßen zu Mittag Fleisch am Spieß, das sie für 1 Cent pro Spieß bei derselben einäugigen Frau gekauft hatten, die kürzlich den Boten bedient hatte. »Vielleicht nehme ich dich mit.« »Das wäre fantastisch, Papa«, sagte Cane glücklich. Denn zu Hause bekam er nicht viel Fleisch zu essen, und ihm lief das Wasser im Mund zusammen, als er die salzigen, fettigen Häppchen aß. »Schatzsuche«, nannte sein Vater seine halbjährlichen Streifzüge nach Münzen in den Häusern der verlassenen Siedlung, in der sie ihr Zuhause hatten. Cane hatte mitbekommen, wie sein Vater seiner Mutter gesagt hatte, dass es nur noch einen weiteren Block gab, den er auskundschaften konnte, und dass er bald eine andere Gegend durchsuchen musste. Sein Vater lächelte ihn an und nahm den letzten Bissen seines Fleisches, bevor er Canes Haar zerzauste und aufstand. »Komm, wir müssen nur noch etwas für deine Mutter und die anderen Kinder besorgen, dann können wir nach Hause gehen.«
Bei jedem Herbstausflug brachte sein Vater Leckereien mit nach Hause, Geschenke für jeden in der Familie. Kanes wertvollster Besitz, ein Kartenspiel, hatte er im letzten Herbst erhalten. Er war sehr gespannt darauf, was sie für die anderen finden würden. Er stand auf und erstarrte. Das Gesicht seines Vaters war so weiß geworden wie frischer Schneefall. Kane folgte seinem Blick. Er war neugierig, was es war, das ihn erschreckt hatte. Sein Blick fiel auf die vier finster dreinblickenden Männer in Schwarz. Sie standen am gleichen Gemüsestand, den Kane und sein Vater kurz vor dem Mittagessen besucht hatten. Sie sahen unheimlich aus. Sie hatten schwarze Kreise tätowiert, die wie Tränen aus schwarzem Öl über ihre Wangen zu liefen schienen. Während er sie anstarrte, lachte einer der Männer über etwas, das der Standbetreiber gesagt hatte. Kane war entsetzt, als das Lachen ein Maul voller spitzer Zähne offenbarte. Sie sahen aus wie die des Hais aus dem Bilderbuch »Kreaturen des Meeres« seiner Schwester. »Komm schon«, flüsterte sein Vater barsch und packte ihn am Arm. Er zog Kane dicht an sich heran und schirmte ihn ab. Er war nicht schnell genug. Der lachende Mann hatte sich bereits umgedreht und ihn direkt angesehen. Der Junge, der im Gegensatz zu den anderen Straßenkindern der Stadt gut genährt und gepflegt war, starrte den Mann über seine Schulter an. Die Zunge des grinsenden Mannes fuhr über seine gezackten Zähne. Die Faszination des Elfjährigen verwandelte sich in Schrecken. Sein Vater ging zur Vorderseite der Karre, hob sie mit seinen langen Armen an und fuhr so schnell los, dass Kane rennen musste, um mitzuhalten. Das hölzerne Gefährt mit den großen Fahrradrädern war wie ein Karren mit zwei großen Armen, sodass eine Person es anheben und wie eine Rikscha ziehen konnte. Der Junge war überrascht, als sein Vater einen weiten Kreis drehte und an allen Ständen vorbei auf das offene Ende des Platzes zusteuerte. »Papa, was ist mit den Leckereien?« »Vergiss die Leckereien. Es ist Zeit zu gehen. Komm schon, beeil dich!« Kane war nicht dumm. Und obwohl er enttäuscht war, konnte er erkennen, dass die Männer mit den scharfen Zähnen seinem Vater einen Schrecken eingejagt hatten. Er hatte Fragen. Aber irgendwie sagten ihm die Dringlichkeit seines Vaters und der Ton seiner Stimme, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war, sie zu stellen. Als sie den Platz verließen, blickte Kane ein letztes Mal über seine Schulter. Die Augen des Mannes, der vor ihm seine Lippen geleckt hatte, waren immer noch auf ihn gerichtet, ebenso wie die seiner Kameraden. Warum sahen sie ihn an? Der Junge begann, sich wirklich zu fürchten. 3. Der Bote musterte die Menge. Er fluchte leise vor sich hin und ging zielstrebig über den Platz zu den beiden Gesetzeshütern. Beide richteten sich auf, als sich der große Mann näherte. »Was können wir für dich tun, Fremder?« fragte der Stämmigere von ihnen und kratzte sich mit seinem Knüppel am stoppeligen Kinn. Der Bote war nicht in der Stimmung, Spielchen zu spielen. »Die Kannibalen, die du beobachtet hast, wo sind sie hin?« Der Polizist blickte den rotbärtigen Mann an und spuckte dann auf den Boden. »Die sind weg und ich bin froh, dass wir diese Dämonenbastarde los sind.« »Ja«, sagte der jüngere Mann, »das ist auch gut so. Wir wollten sie in ein paar Minuten sowieso wieder rausjagen.« Der Bote ignorierte diese Lüge. »Wie lange ist das her und in welche Richtung?« fragte er den älteren Mann. Der Mann musterte ihn von oben bis unten und schnaubte. »Glauben Sie mir, Mister, jemand wie Sie will sich nicht mit Ihnen anlegen. Sonst könnte es sein, dass Sie...« Mit einer blitzschnellen Bewegung stieß der rotbärtige Mann den jungen Gesetzeshüter auf den Rücken und drückte den größeren Mann gegen die Wand, wobei er ihm den Unterarm fest gegen die Kehle drückte und sein Haken als unausgesprochene Drohung glitzerte. »Glaub mir, ich werde diese Typen fertig machen«, flüsterte er dem Mann ins Gesicht. Der junge Ordnungshüter kam auf die Beine und stürzte sich auf den Mann, der seinen Partner festhielt. Mit einer fast unfairen Schnelligkeit riss der Bote dem gefangenen Mann die Keule aus der Hand und schlug sie dem anderen gegen die Schläfe. Der jüngere Mann stöhnte nicht einmal auf, als der Schwung ihn bewusstlos machte und er mit dem Gesicht voran in den Schlamm fiel. Der ältere Mann hob kapitulierend die Hände. »Bitte«, sagte er mit erstickter Stimme und zeigte mit einem zittrigen Finger auf das nördliche Ende des Platzes. »Da lang, vor weniger als 5 Minuten.« »Danke«, sagte der Bote höflich,
löste seinen Arm von der Kehle des Mannes und reichte ihm seine Keule zurück. Er deutete auf den Mann, der immer noch mit dem Gesicht nach unten im Schlamm lag. »Du drehst ihn besser um, bevor er erstickt. Bis später.« Der Bote ignorierte die Blicke, die ihm folgten, als er den Platz verließ. Die Axt, die er sich über die Schultern gelegt hatte, war eine deutliche Warnung an alle, die sich einmischen oder ihn verfolgen wollten. Zurück auf dem Platz verfluchte er seine Schlampigkeit. In dieser Welt war kein Platz für Disziplinlosigkeiten. Dieses Verhalten überließ er lieber den Leuten in den Städten. Er beschleunigte sein Tempo, als er aus dem Dorf herauskam, und erreichte schnell die Spitze des ersten Hügels. Die zweispurige Straße fiel einen Kilometer lang sanft ab und stieg dann wieder zu einem zweiten Hügel an. Die vier Kannibalen begannen gerade, den zweiten Hügel hinaufzusteigen, und weiter hinten sah er zwei weitere Gestalten mit einem Karren oder etwas Ähnlichem, die sich dem Gipfel näherten und im Begriff waren, über die Anhöhe zu verschwinden. Er griff mit dem rechten Arm quer über seinen Körper in die Tasche seines Mantels und zog ein kleines Fernglas heraus. Er setzte es an seine Augen und fokussierte die Kannibalen. Sie spotteten und benahmen sich wie Idioten, während sie in aller Ruhe den Hügel erklommen. Selbst aus dieser Entfernung konnte er die schwachen Geräusche ihres höhnischen Spottes hören. Er suchte mit dem Fernglas den oberen Teil des Hügels ab und erblickte dabei die zwei Menschen, die von den Kannibalen verfolgt wurden. Die größere Gestalt zog einen beladenen Karren den Hügel hinauf, während die kleinere Gestalt, ein Junge von etwa 12 Jahren, von hinten schob. Ein Vater und sein Sohn. Zu wohlgenährt, um Dorfbewohner zu sein. Was vielleicht erklärte, warum die Kannibalen sie verfolgten. Er beobachtete die beiden ein paar Sekunden lang, bis sie aus dem Blickfeld verschwunden waren. Ihre Verfolger heulten auf und stiegen weiter den Hügel hinauf. Der Fremde steckte das Fernglas ein und ging den Hügel hinunter. Er machte sich nicht die Mühe, jetzt außer Sicht zu bleiben. Es wäre sogar besser, wenn die Kannibalen ihn entdeckten und ihre Verfolgung aufgaben. Sein ursprüngliches Ziel, ihnen bis zu ihrem Versteck zu folgen, hatte er aufgegeben. Er beschloss nun, dass es an der Zeit war, sie zu töten und es auf diese Weise hinter sich zu bringen. 4. Nach einem halben Kilometer flachte die Straße wieder ab, bevor sie sanft zu einem weiteren Hügel anstieg. Daniel Rand erhöhte das Tempo und nutzte die ebene Straße, solange er konnte. »Hör auf zu schieben, Kane«, keuchte er über seine Schulter. »Komm neben mich!« Kane war müde, aber das Adrenalin, das durch die blutrünstigen Schreie der Männer hinter ihnen ausgelöst wurde, half ihm aufzuholen und mit seinem Vater Schritt zu halten. »Lass deinen Rucksack fallen, während wir laufen.« »Aber Papa, was ist mit...« »Tu es einfach, mein Sohn!« Kane nahm den schweren Rucksack ab und ließ ihn auf die Straße fallen, wo sich der Inhalt, Tüten mit Nüssen und Trockenfrüchten, über dem Asphalt verteilte. »Gut, siehst du den nächsten Hügel?« »Ja, Papa.« »Wenn wir oben angekommen sind, bieg die Straße nach rechts ab und führ zurück nach Hause. Ich möchte, dass du so schnell wie möglich vorausläufst und ihr folgst. Du musst nach Hause zu Mama. Wenn du hörst, dass sie dir auf den Fersen sind, bevor du ankommst, versteck dich in den Bäumen und warte, bis du dir sicher bist, dass sie weg sind.« »Was ist mit dir, Papa?« »Mach dir keine Sorgen um mich, Junge. Ich komme schon klar. Du gehst einfach nach Hause zu deiner Mutter, falls ich mich verspäte.« »Okay, Dad.« Es war nicht in Ordnung. Kane war verängstigt. Er hatte seinen Vater noch nie so gesehen und wusste, dass sie sich in ernstzunehmender Gefahr befanden. Nur so konnte er sich erklären, dass sein Vater ihn allein losschickte. Die vier Männer erreichten die Anhöhe etwa 3 Minuten nach ihnen und johlten dabei immer lauter. »Lauf nicht weg, kleines Schweinchen«, rief einer von ihnen. Die Straße begann anzusteigen, und sein Vater befahl Kane, wieder zu schieben. Er blickte zu den Männern in der Ferne, während er zur Rückseite des Karrens lief. Bevor er seine ganze Kraft dazu verwendete, den Karren anzuschieben, streckte der Junge ihnen den Mittelfinger entgegen. Seine trotzige Geste wurde mit schadenfrohem Spott und Gebrüll quittiert. Aber außer Essen und Herz verstand er kein einziges Wort. Sie erreichten die Spitze des Abhangs und sein Vater hielt an und ließ den Wagen auf die Stützen fallen. Sein Brustkorb hob sich, als er sich vorbeugte, die Hände ruhten auf seinen Oberschenkeln und er versuchte verzweifelt, Luft zu holen. Kane tat das Gleiche. Schließlich streckte sich sein Vater zu seiner vollen Größe
schüttelte seine Arme und versuchte, das Blut wieder in seine Finger fließen zu lassen. »Lauf jetzt, Kane. Lauf nach Hause und bleib nicht stehen oder schau zurück«, befahl er atemlos. Dann griff er in den Wagen und zog seine Machete heraus. »Aber, oh Papa, ich sagte, geh!« Sein Vater umarmte ihn kurz und ein Schluchzen entrang Kanes Kehle. Er sah die Tränen in den Augen seines Vaters. »Geh!« schrie sein Vater ihn an, drehte ihn weg und stieß ihn in den Rücken. Kane wurde nach vorne geschleudert und konnte sich kaum auf den Beinen halten, als sich sein Stolpern zu einem Sprint aufrichtete. Er folgte den verblassten weißen Linien in der Mitte der Straße und wie sein Vater angeordnet hatte, schaute er nicht zurück, auch nicht, als er um die Kurve kam und aus dem Blickfeld verschwand. Daniel Rand ignorierte das Gejohle und Geschrei der Kannibalen. Sein normalerweise freundliches und offenes Gesicht war grimmig. Er hatte sich mit der Tatsache abgefunden, dass er hier wahrscheinlich sterben würde, und seine Aufgabe bestand nun darin, die Kannibalen so lange wie möglich aufzuhalten. Es war eine Schande, dass er sein Gewehr nicht dabei hatte. Schusswaffen waren heutzutage eine Rarität, und er war sich ziemlich sicher, dass die Kannibalen keine hatten. Das hätte die Chancen sicherlich ein wenig ausgeglichen. Nein, am Ende war es besser, es zu Hause zu lassen, falls Tracy es zum Schutz der Kinder brauchte, während er weg war. Er blinzelte die bitteren Tränen weg, die der Gedanke an seine Frau und seine Kinder hervorrief. »Kommt schon, ihr dreckigen Wichser!« schrie er den Hang hinunter zu den Kannibalen. Die vier Männer waren langsamer geworden, als sie sahen, dass er sich zur Wehr setzen wollte. »Na, wir kommen schon, Daddy«, sagte der große Mann, der die Kannibalen anführte. Jetzt, wo sie näher dran waren, konnte Daniel das umgekehrte Kreuz auf der Stirn des Anführers sehen, das in die Haut geritzt war. »Wo ist dein süßer Junge hin? Hast du ihn zum Verstecken geschickt?« »Kümmert euch nicht um ihn«, schrie er ihnen zu, als sie sich bis auf 30 Meter genähert hatten. Er wedelte mit seiner Machete, um ihnen seine Bereitschaft zu kämpfen zu signalisieren. »Ihr kümmert euch um mich!« »Na komm schon, wo ist der? Seinen Fetten wie den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Habt ihr noch mehr zu Hause?« »Feck dich, du Arschloch«, schrie der Mann und packte die Griffe des Wagens. Er hob ihn hoch und schob ihn mit einem gewaltigen Ruck den Hügel hinunter auf seine Peiniger zu. Sobald der Wagen weg war und den Hügel hinunterrollte, drehte er sich um und rannte davon. Das schrille Gelächter der Kannibalen ertönte hinter ihm. Einige Sekunden später folgten einige Flüche, aber leider keine Schreie. Der Bote erklomm den Hügel hinter ihnen und duckte sich zu Boden, gerade noch rechtzeitig, um die Kannibalen zu beobachten, die aus dem Weg des führerlosen Wagens sprangen. Zwei von ihnen schafften es, gerade noch dem Wagen auszuweichen und kletterten zur lautstarken Belustigung ihrer Kameraden wieder auf die Beine. Alle vier hielten inne, um zu verfolgen, wie der Wagen auseinanderbrach und schließlich in einer Explosion von Holz und Waren am Fuß des Hügels zusammenbrach. Schließlich drehten sie sich um. Der Anführer spannte seinen Jagdbogen und sprintete hinter seiner Beute her. Die anderen folgten dicht dahinter. Der Bote erhob sich langsam, kam wieder auf die Beine. Sie waren noch einen Kilometer vor ihm und er konnte jetzt keine Zeit mehr verschwenden. Er rannte hinter ihnen her. Der Jäger jagte die Jäger. Daniel Rand sprintete die Straße entlang, rannte aber geradeaus, als er die Kurve erreichte. Er sprang in das hüfthohe Gras, das die alte Straße vom Wald trennte, und rannte auf die Bäume zu. Die Rufe und Schreie hinter ihm waren jetzt viel näher und versetzten ihm einen neuen Adrenalinstoß. Er würde dieses Adrenalin und einiges an Glück brauchen, um diese Situation zu überleben. Im nächsten Moment hörte er das scharfe Zischen eines Pfeils, der neben ihm in einem Baumstamm einschlug. Er duckte sich und wich aus, während er in die Schatten rannte. Er wagte zu glauben, dass er sie weit von Kanes Spur wegführen könnte. Es war eine Illusion. Etwas traf ihn am Rücken, direkt unter dem rechten Schulterblatt so hart, dass es ihn von den Füßen hob und ihn mit dem Gesicht voran in den Teppich aus Tannennadeln schleuderte. Daniel stöhnte auf, als er zum Liegen kam. Der stechende Schmerz in seinem Rücken war quälend und sein Atem pfiff bei jedem Atemzug. Er versuchte, sich aufzurichten, aber sein rechter Arm war durch den Pfeil in seiner Schulter unbrauchbar geworden. Seine linke Hand krabbelte verzweifelt durch Schichten von Tannennadeln, bevor er auf dem Boden Halt fand und sich halb kriechend, halb schleppend zu einem Busch in einiger Entfernung vorarbeiten konnte. Jeder Zentimeter dieses kurzen Weges war eine Qual. Schließlich ließ er sich unter dem belaubten Busch nieder,
rang nach Atem und hielt verzweifelt seine Machete in den Händen, während er auf den Tod wartete. »Hier, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen«, rief der Anführer. Komm raus, wo immer du bist.« »Bist du sicher, dass du ihn erwischt hast?« fragte ein anderer, nur um eine Ohrfeige zu kassieren. »Halt die Klappe«, flüsterte er barsch. »Natürlich habe ich ihn erwischt. Verteilt euch und seht auf den Boden. Wenn er nicht tot ist, wird er überall bluten.« Es war Logan, der Anführer, der ihn fand. »Hier drüben!« Die anderen drei gesellten sich innerhalb von Sekunden zu ihm. Logan zeigte auf die blutverschmierte Spur zwischen den Tannennadeln. Er ging weiter und folgte den Spuren, bis sie einen großen Strauch erreichten. Er tippte mit den Fingern an seine Lippen, um seine Kameraden zum Schweigen zu bringen. Über das Geräusch des Waldes hinweg konnte er ein schwaches, unregelmäßiges Pfeifen hören. Das Geräusch einer durchstochenen Lunge. Er lächelte. »Lent, zieh ihn raus«, befahl er demjenigen, dem er gerade eine Ohrfeige gegeben hatte. Lind, der stämmigste der vier Kannibalen, war nicht besonders intelligent. Er ging zum Busch und kniete nieder, um darunter zu schauen. Er gab ein triumphierendes Schnauben von sich und griff nach dem gestiefelten Fuß, der ihm am nächsten war. Es gab ein heftiges Rascheln der Blätter, und mit einem Heulen riss der Kannibale seinen Arm zurück und blickte stumm auf die drei blutigen Stümpfe, die noch vor kurzem die Finger seiner Hand waren. »Fuck!« schrie er und hielt sich seine zerstörte Hand, während ihm die Tränen aus den Augen flossen. »Schau, was er mit meiner Hand gemacht hat!« »Scheiße!« schrie der Anführer und schaute in den Himmel, um sich zu stärken. Er stieß seinen verwundeten Kameraden brutal zu Boden, trat einen Schritt vor, legte einen weiteren Pfeil auf und schoss ihn aus nächster Nähe in den dichten Busch. Er wurde mit einem Schmerzensschrei belohnt. »Nutzloses Arschloch!« schrie er und beugte sich vor, um einen Blick auf den schluchzenden und blutenden Lind zu werfen, bevor er sich den anderen zuwandte. »Steht da nicht so rum! Holt den Mann aus dem Busch!« Die beiden anderen zogen ihre Messer und waren vorsichtiger, als sie den stöhnenden Mann aus seinem Versteck holten. Der zweite Pfeil hatte seine rechte Hüfte durchschlagen. Die hervorstehende Spitze hinterließ eine blutige Furche im Waldboden, als sie ihn in die Mitte der Lichtung zerrten. Er hatte jetzt nicht mehr genug Kraft, um Widerstand zu leisten. Mit jedem pfeifenden Atemzug perlte Blut auf seinen Lippen und seine Augenlider flatterten, während er darum kämpfte, bei Bewusstsein zu bleiben. Der Anführer ließ sich neben ihn fallen, drehte ihn grob auf die Seite und begann, den ersten Pfeil aus seinem Rücken zu ziehen. Er tat es langsam und genoss den gurgelnden Schrei, den er dabei ausstieß. Als er ihn rausgezogen hatte, ließ er den Mann zurück auf den Rücken fallen und hielt ihm die blutige Spitze vor die Augen. »Das ist derselbe Pfeil, mit dem ich deinen Jungen zu Fall bringen werde. Ich werde dafür sorgen, dass er ihn nicht tötet, denn ich will ihn lebendig häuten. Das Fleisch schmeckt so viel besser.« Daniels blasses Gesicht verzerrte sich vor Schmerz und er sagte leise etwas. Der Anführer beugte sich über ihn. »Was?« fragte er fröhlich. »Ich kann dich nicht hören, Daddy.« »Ich sagte, fick dich!« Der sterbende Mann stürzte sich auf den Kannibalen, sein offener Mund fand das Ohr seines Peinigers und biss fest zu. Der Kannibale zuckte zurück, aber seine Reaktion war zu langsam. Daniel zuckte mit dem Kopf und riss das Organ weg wie ein Hund, der einen Muskel aus einem Knochen zieht. Dann fiel er zurück und spuckte das Ohr mit letzter Kraft in den Dreck. Jetzt war Logan an der Reihe zu schreien, und er klatschte mit der Hand auf das zerfetzte Fleisch. Sein eigenes warmes Blut floss jetzt durch seine Finger. »Du Wichser!« schrie er mit kaum verhohlener Wut, als er seine Hand wegzog und sie ansah. Logan erhob sich und Lind, der seine Verletzung für einen Moment vergaß, da sein Selbsterhaltungstrieb einsetzte, schlurfte schnell aus der Reichweite seines Anführers. Seine beiden Kumpane hatten sich bereits in sichere Entfernung gebracht. Der Anführer ignorierte sie, zog ein Messer mit einer langen, dünnen Klinge aus seinem Gürtel und beugte sich über den sterbenden Mann. »Dein Junge«, sagte er fast im Plauderton, während er dem Sterbenden mit zwei langsamen Bewegungen ein Ohr nach dem anderen abtrennte. »Er wird tagelang leiden, bevor ich ihm ein Ende setze. Aber vorher werde ich ihn hungern lassen, bis er mich anfleht, diese Ohren hier zu essen.« Er schwenkte die blutigen Ohren vor den Augen seines Opfers, erhielt aber nur ein ersticktes Gurgeln als Antwort. Der Anführer steckte die Ohren in eine Tasche an seinem Gürtel und entblößte dann seine geschärften Zähne zu einem schrecklichen Lächeln, bevor er eine Hand unter den Kopf des Mannes legte und die lange, dünne Klinge
langsam und bedächtig in sein Auge stieß. Er stieß weiter zu, bis die Klinge den Hinterkopf seines Opfers traf. Daniels Körper versteifte sich und ein letzter Seufzer entrang seinen Lippen. Logan zog die Klinge zurück, wischte sie an seinem Ärmel ab und sprang auf die Beine. »Komm schon«, sagte der Anführer, »lasst uns jagen gehen.« Die beiden unverletzten Kannibalen schlossen sich sofort ihrem Anführer an, doch Lind nutzte die Gelegenheit, um dem toten Mann mehrmals brutal gegen den Kopf zu treten, bevor er sich umdrehte und seinen Kameraden hinterherlief. Fünf. Der Bote erreichte das lange Gras und nutzte die Deckung, die es ihm bot. Er kaute sich hin und bewegte sich vorwärts, weit links von der Stelle, an der die Kannibalen und ihre Beute es zertrampelt hatten. Er hörte Schreie und Rufe aus den Bäumen, konnte aber nur schwer einschätzen, wie weit entfernt sie sein mochten. Die Geräusche ließen nach einer Weile nach und er beschloss, in den Wald zu gehen, um sie zu umgehen und von vorne anzugreifen. Er rannte auf den Waldrand zu, als der Anführer, dessen Kopf an der Seite rot angelaufen war, kaum 5 Meter entfernt aus dem Wald kam. Der Bote duckte sich ins Gras und beobachtete, wie 2 weitere Kannibalen auftauchten. Er hoffte schon, dass der Vater den 4. vielleicht erledigt haben könnte, als dieser ebenfalls ein paar Sekunden hinter seinen Begleitern auftauchte. Er wartete weiter, bis sie sich auf den Weg gemacht hatten und rannte dann, resigniert darüber, dass er zu spät dran war, schnell in die Bäume und folgte dem Weg, den sie gekommen waren. Es war nicht schwer, ihrer Spur zu folgen, und während er durch das gedämpfte Sonnenlicht rannte, untersuchte er den Waldboden und versuchte herauszufinden, was geschehen war. Es gab keine Anzeichen dafür, dass ein Kind gestorben war, und das brachte ihn zur Annahme, dass der Vater versucht hatte, seine Verfolger abzulenken, vielleicht in der Hoffnung, seinem Sohn damit Zeit zur Flucht zu verschaffen. Je mehr er darüber nachdachte, desto mehr glaubte er, dass er recht hatte. Denn sonst wären die Bastarde immer noch dabei, ihr Unwesen mit dem toten Körper zu treiben. Einige Sekunden später fand er den verstümmelten Körper des Mannes. Es hatte keinen Sinn, nach einem Puls zu suchen. Von dem Jungen gab es keine Spur. Da sich sein Verdacht bestätigte, machte er sofort kehrt und nahm wieder die Verfolgung auf. Kane rannte weiter. Er war jetzt völlig außer Atem. Es war 1 Stunde vergangen, seit sein Vater ihm befohlen hatte zu gehen. Die Angst und das Adrenalin, die ihn anfangs angetrieben hatten, ließen jetzt nach. Er war fast am Ende seiner Kräfte. Er war gerade an einem hohen Baum vorbeigekommen, den sein Vater Big Red genannt hatte, als sie an diesem Morgen auf dem Weg ins Dorf daran vorbeigekommen waren. Der fröhliche, unbeschwerte Spaziergang, der für den 11-Jährigen so vielversprechend gewesen war, schien Tage her zu sein, nicht Stunden. Er verlangsamte sein Tempo, denn der Baum bedeutete, dass er weniger als 1 Stunde von zu Hause entfernt war. Von den bösen Männern war nichts mehr zu sehen. Kane erwog sogar anzuhalten und auf seinen Vater zu warten. Er war sich inzwischen sicher, dass er das Problem in den Griff bekommen hatte, aber er beschloss, dass das Risiko, wegen Befehlsverweigerung eine Tracht Prügel zu bekommen, es nicht wert war. Sein Vater hatte es sehr ernst gemeint. In der Hoffnung, seinen Vater in der Ferne zu sehen, drehte er sich ab und zu um und schaute zurück auf die Straße. Er war jedes Mal enttäuscht. 1/2 Stunde, nachdem er Big Red passiert hatte, blickte er zurück und ein Gefühl der Freude überkam ihn. In der Ferne konnte er trotz der flimmernden Hitze der schwarzen Straße die Gestalt seines Vaters erkennen. Er winkte und rief, »Papa!« Die Gestalt winkte zurück und Kane begann, auf sie zuzulaufen. Er rannte so schnell er konnte, das Glück beflügelte jetzt seinen müden Körper. Er rannte 100 Meter, bis sich die schimmernde Gestalt plötzlich in 2 verwandelte. Verwirrt verlangsamte Kane sein Tempo. Wer war das bei seinem Vater? Als er noch ein bisschen näher kam, wurden aus den 2 4. Und er blieb schockiert stehen. Es waren die Kannibalen. Die größte der Gestalten winkte erneut und er hörte einen fernen Ruf. »Schweinchen!« Der Junge erschrak, drehte sich schluchzend um und rannte davon. »Papa, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du?« rief er halb schreiend, halb klagend, während er um sein Leben rannte. Der Anführer gackerte, als der Junge sich umdrehte und floh. Beim Anblick des Jungen begannen die Kannibalen, ihr Tempo etwas zu verlangsamen. Jetzt, wo der Junge in Sichtweite war, gab er sich damit zufrieden, ihn vorauslaufen zu lassen
um sie zu seinem Zuhause zu führen. Hoffentlich warteten dort dicke kleine Brüder und Schwestern und eine nette Schweinchenmama. Ein solcher Leckerbissen könnte den Verlust eines Ohrs und all die Schmerzen wieder wettmachen. Das Stöhnen hinter ihm trübte seine gute Laune. »Lent«, schnauzte er über seine Schulter, »hör auf zu jammern und komm mit, oder ich steche dir auch gleich ein Messer ins Auge.« Der Bote folgte der Bande. Er hatte auch den Jungen vor ihnen entdeckt und sein Tempo beibehalten, während sie das ihre verlangsamt hatten. Er war wieder in die Bäume am Straßenrand gegangen und hatte die Lücke zwischen ihnen langsam, aber sicher geschlossen. Sein Plan war, den verletzten Kannibalen hinten zuerst auszuschalten. Er ging weit hinter den anderen und ein Wurfmesser würde schnell und leise sein Ziel finden. Wenn er Glück hatte, würden sie das Ableben ihres Kameraden eine Weile nicht bemerken, sodass er Zeit hatte, ihnen vorauszugehen und einen Angriff von vorne zu starten, wenn sie sich umdrehten, um nachzusehen, was geschehen war. 5 Minuten später beschloss er, dass es an der Zeit war. Er befand sich immer noch in der Baumreihe und lief nun parallel zum verletzten Mann am hinteren Ende der Gruppe. Er zog eines der schwarzen Messer mit flacher Klinge aus seinem Gürtel und hob es in die Hand, ohne sein Ziel aus den Augen zu lassen. Er ging noch ein paar Schritte vorwärts und blieb dann stehen, kaum 5 Meter von seinem Ziel entfernt. Er wartete, bis der Mann vor ihm war, dann hob er seine rechte Hand über die Schulter und spannte sich an. »Los!« Der Schrei des Anführers überraschte ihren Verfolger, und als alle 4 Kannibalen im Laufschritt davonliefen, fluchte er leise vor sich hin. Der Bote sprang aus den Bäumen. Etwa einen halben Kilometer entfernt sah er den überwucherten Backsteineingang einer Wohnsiedlung. Die Kannibalen rannten jetzt dorthin. Der Junge war dort verschwunden und sie wollten ihn nicht verlieren. Er sprintete hinter ihnen her. Sunnyside Springs verkündeten die verwitterten Buchstaben über dem Eingang. Er lief die lange, geschwungene Straße hinauf und bog nach links ab, vorbei an den ersten überwucherten Gärten und ihren verfallenen, einst stolzen Häusern. Vor ihm bogen die Kannibalen um eine Ecke. Er verfolgte sie immer noch mit dem Wurfmesser, das er wenige Minuten zuvor gezogen hatte. Kane sprintete so schnell er konnte, aber die Männer holten ihn ein. So sehr er sich auch anstrengte, er konnte nicht weit genug entkommen, um aus ihrer Sichtlinie zu kommen, was es ihm vielleicht ermöglicht hätte, sie mit ein paar schnellen Wendungen abzuhängen. Er schluchzte, als die hämmernden Schritte sich ihm näherten. 6. Nachdem sie die Tore nach Sunnyside Springs passiert hatten, war es den Kannibalen gelungen, die Lücke so weit zu schließen, dass sie den Jungen mit einem kurzen Sprint töten konnten. Logan wollte das nicht. Zumindest noch nicht. Verdammt, wenn es nur um den Jungen gegangen wäre, hätte er ihn schon längst mit einem Pfeil zur Strecke bringen können. Nein, nach dem Schmerz, den sein Vater ihm zugefügt hatte, war Logan wild entschlossen, den Rest seiner Familie zu finden und ihr selbst Schmerz zuzufügen. Und deshalb war er mehr als nur zufrieden, nah genug dran zu bleiben, um den Jungen zu Tode zu erschrecken und sicherzustellen, dass sie ihn im Häuserlabyrinth nicht verloren. Kane schaffte es, etwas Distanz zwischen sich und seine Verfolger zu bringen und war aus ihrer Sichtweite verschwunden. Es war ihm nicht bewusst, dass die Kannibalen genau das beabsichtigt hatten. Schließlich, nach vielen Umwegen und mit brennenden Lungen und Beinen, erreichte er die Straße, die zu seinem Haus führte. Er rannte zu der Barrikade aus alten Autos, Metall und Draht, die sein Vater am Ende ihrer Sackgasse errichtet hatte, und kletterte wie ein Affe darüber, wobei er die Metallspitzen und den Stacheldraht mit Leichtigkeit umging, bevor er auf der anderen Seite hinunterkletterte. Er verschwendete keine Zeit mit einem Blick zurück, sondern sprintete den Hügel hinauf in Richtung seines Hauses und schrie nach seiner Mutter. Kanes Mutter, die ihr dünnes, blondes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, beugte sich über die Spüle und schrubbte das Geschirr, während sie den anderen Kindern beim Spielen im Garten zuhörte. Auf den ersten Blick sah sie aus wie jede Hausfrau von früher. Doch bei genauerem Hinsehen fiel auf, dass sie dünner war, als sie es hätte sein sollen. Das war eine Folge davon, dass sie immer dafür sorgte, dass die Kinder und Daniel volle Bäuche hatten. Manchmal bedeutete das, dass sie auf etwas verzichten musste. So war es nun einmal. Ihre Jeans und ihr abgetragenes Hemd hingen lose an ihrem Körper, und als sie bei einem besonders ausgelassenen Lachen eines ihrer Kinder lächelte, trübte ein fehlender Vorderzahn die blasse Schönheit ihres Gesichts. Sie war jung, vielleicht 26 oder 27,
aber ihr Gesicht zeugte von den schwierigen Zeiten, in denen sie lebte. Tracy Rand strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn, als sie durch die Vorhänge blickte. Die drei Kinder spielten auf der Wiese unter dem Küchenfenster, wobei die 8-jährige Rachel ihre jüngeren Geschwister in den Schatten stellte. »Seid nicht so grob, Kinder«, rief sie und stellte das letzte Geschirr zum Trocknen auf den Rost. Sie wischte sich die Hände an einem verblichenen Handtuch ab und ging die Treppe hinauf in ihr Schlafzimmer. Das Haus war sauber und spärlich eingerichtet. Sie hatten es vor 7 Jahren gefunden, nachdem Daniels Vater, einer der wenigen erwachsenen Überlebenden der Pyongyang-Grippe, gestorben war. Daniel hatte danach nicht mehr in ihrer alten Wohnung bleiben wollen. Zu viele Erinnerungen, zu viele Gangs in der Stadt, zu viel Gefahr. Er wollte ihr und Kane und allen anderen Kindern, die sie haben könnten, einen Neuanfang ermöglichen. Es machte ihr nichts aus. Sie wäre ihm bis ans Ende der Welt gefolgt. Daniels Eltern hatten im Herbst des Jahres, in dem das alte Amerika starb, ein Haus in Sunnyside Springs gekauft. Sie und der 10-jährige Daniel sollten am Wochenende nach Weihnachten einziehen. Wegen der Krippe und der anschließenden Invasion kam es nicht dazu. Daniels Mutter war in der Weihnachtsnacht gestorben und sie hatten sich in ihrer alten Wohnung verschanzt, um das Armageddon zu überstehen. Sein Vater hatte in den darauffolgenden Jahren gute Arbeit geleistet, um Daniel zu schützen. Er war bei der Marine gewesen und seine Fähigkeiten und sein Waffentraining hatten ihm während der Invasion und als die Überreste der amerikanischen Gesellschaft danach im Chaos versanken, gute Dienste geleistet. 1,5 Jahre, nachdem alles zum Teufel gegangen war, hatte Daniels Vater Tracy gefunden. Sie hatte sich vor einem Rudel Hunde verkrochen und er hatte sie gerettet, um sie mit zu sich nach Hause zu nehmen. Sie lebten zusammen und waren eine kleine, glückliche Familie gewesen, bis sich die beiden Kinder in ihren Teenagerjahren ineinander verliebten. Und darauf folgte dann der kleine Kane. Daniels Vater war wütend gewesen, mehr als wütend. »Was für ein Leben wird ein Kind in dieser beschissenen Welt haben?« Doch als er den kleinen Kane erblickte, verliebte er sich sofort in seinen Enkelsohn. Kane war 4 Jahre alt, als sein Großvater plötzlich starb. Er war eines Morgens einfach tot umgefallen, als er gerade das Frühstücksgeschirr abräumte. In der einen Minute war er noch völlig gesund. In der nächsten lag er mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Er hatte die Pyongyang-Grippe, die chinesische Besatzung und zahlreiche Scharmützel und Kämpfe überlebt, nur um dann in seiner eigenen Küche von einem Schlaganfall niedergestreckt zu werden. Das Leben war ungerecht. Kurz Zeit später hatte die dreiköpfige Familie ihre Sachen gepackt und sich auf den Weg zu ihrem neuen Zuhause gemacht. Das Haus, für das sie sich entschieden hatten, war ein großes, 2-stöckiges Backsteinhaus am Ende einer Sackgasse. Es war so weit entfernt vom Eingang der Wohnsiedlung, wie es nur ging. In den ersten Monaten hatten sie es zu ihrem eigenen gemacht, indem Daniel Möbel aus den umliegenden Häusern schnorrte, bis es so eingerichtet war, wie sie es wollte. Tracy setzte sich vor ihre Kommode und begann, ihr Haar zu bürsten. Daniel würde bald nach Hause kommen und sie wollte für ihn hübsch aussehen. Sie war auch gespannt, wie Kane seinen ersten Ausflug empfunden hatte. Sie erlaubte sich nicht, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass sie nicht zurückkommen würden. Daniel war der stärkste Mann, den sie je gekannt hatte. Er war sogar stärker als sein Vater. Als er weg war, machte sie sich nicht allzu viele Sorgen. Das Haus war gut gesichert, die Fenster und Türen im Erdgeschoss waren mit Bretter vernagelt und verstärkt und der einzige Weg nach drinnen oder draußen führte durch die Schiebetür an der Rückseite des Hauses. Diese war mit Blech verstärkt worden und würde nur schwer zu überwinden sein. Falls sie versagen sollte oder sie im Haus verfolgt wurden, bevor sie gesichert werden konnte, konnten sie sich in den 2. Stock zurückziehen, wo Daniel am oberen Ende der Treppe eine bewegliche Barrikade aus Metallschrott und Stacheldraht errichtet hatte. An diesem Tag war Ärger das Letzte, was ihr in den Sinn kam. Es war lange her, dass sie im Umkreis von mehreren Kilometern um das Haus einen Menschen gesehen hatten. Tracy neigte dazu, sich zumindest tagsüber fast völlig zu entspannen. Natürlich drängte Daniel sie immer dazu, wachsamer zu sein, aber er war ja auch nicht derjenige, der ganz allein mit 4 schreienden Kindern eingesperrt sein musste. Während sie mit der Bürste durch ihr Haar fuhr, träumte sie von der Überraschung, die sie Daniel am Abend bereiten würde, wenn die Kinder im Bett waren. »Mom!« »Verdammte Kinder«, dachte sie, »alles, was ich will, sind ein paar Minuten Ruhe.« Sie begann einen weiteren Pinselstrich, erstarrte aber, als sie feststellte, dass die verzweifelte Stimme vom Hügel und nicht aus dem Garten kam. »Ich bin's, Kane!«
Sie schoss auf die Beine und schnappte sich die Schrotflinte, die an der Wand neben der Kommode stand. Sie nahm zwei Stufen auf einmal, wobei sie auf halber Strecke fast den Halt verlor. Am vorderen Fenster spähte sie durch ein Guckloch. Das war der Moment, in dem der schrille Schrei ihrer Jüngsten, Susi, sie durchfuhr wie eine Sense das trockene Gras. Sie rannte zur Rückseite des Hauses, sprang durch die offene Tür und entsicherte die Schrotflinte. Sieben. Der Anblick, der sich ihr bot, überstieg fast ihr Vorstellungsvermögen. Da waren vier Fremde in ihrem Garten. Männer. Sie sahen aus, als wären sie gerade ihrem schlimmsten Albtraum entsprungen, und sie schrie bei ihrem Anblick auf. Der größte von ihnen balancierte auf dem Stapel Brennholz, der am hinteren Zaun aufgeschichtet war. In seinen Händen hielt er einen Jagdbogen. Er hatte einen Pfeil gespannt und richtete ihn auf das Gras. Die ganze Seite seines Kopfes war blutverschmiert, und ein eingeritztes, auf dem Kopf stehendes Kreuz zierte die blasse Haut seiner Stirn. Er lächelte, entblößte seine Zähne und zog dann einen imaginären Hut vor ihr. Kannibalen. Ein Mann zu seiner Rechten hielt Kane fest. Seine Hand umklammerte den Mund des Jungen und hielt den strampelnden Elfjährigen mühelos zurück. In seiner anderen Hand hielt er eine bedrohlich aussehende Machete. Die drei kleineren Kinder lagen zusammengekauert im Gras zu Füßen der beiden anderen Männer. Der eine hatte ein Tranchiermesser in der Hand und der andere, eine blasse und verschwitzte Gestalt mit einem blutgetränkten Lappen in der Hand, hielt einen Klauenhammer über die Köpfe ihrer kostbaren Kinder. Derjenige, der das Tranchiermesser in der Hand hielt, pfiff ihr zu und entblößte seine geschärften Zähne in einem lüsternen Grinsen. »Bitte, tut ihnen nicht weh! Ihr könnt euch alles nehmen, was ihr wollt!« Obwohl sie die Schrotflinte in der Hand hielt, wusste Tracy, dass sie verloren hatte. Die Tatsache, dass Kane ohne Daniel hier war, bedeutete, dass ihr Mann tot war. Sie hielt ihre Tränen zurück. Sie konnte später trauern. Jetzt musste sie versuchen, ihre Kinder zu retten, so hoffnungslos die Situation auch aussah. Sie dachte angestrengt über das Problem nach, aber die einzigen beiden Lösungen, die ihr einfielen, waren eigentlich gar keine Lösungen. Erstens könnte sie versuchen, sie wegzublasen, und vielleicht würde es ihr auch gelingen, ein oder zwei von ihnen auszuschalten, bevor sie selbst sterben würde. Aber dann wären die Kinder mit den übrigen Freaks allein. Die zweite Möglichkeit war, die Kinder selbst zu töten, um ihnen zu ersparen, was auch immer die Bastarde an Folter vorhatten. Sie erinnerte sich daran, dass Daniel einmal zu ihr gesagt hatte, dass er sie alle töten würde, bevor er sie in die Hände von irgendjemandem in dieser wilden Welt fallen lassen würde. Jetzt befand sie sich genau in dieser Situation. Aber es war nicht so einfach. Im besten Fall würde sie nur einen oder vielleicht zwei von ihnen töten können, bevor sie selbst getötet würde. Und die überlebenden Kinder wären wieder den Kannibalen ausgeliefert gewesen. Nein. Im Moment war es das Beste, zu versuchen, mit ihnen zu reden. »Bitte«, sagte sie zu dem Mann auf dem Holzstapel. Sie hatte gesehen, wie die anderen zu ihm blickten und vermutete zu Recht, dass er das Sagen hatte. Er lachte sie aus und die anderen stimmten mit ein, alle außerdem mit der bandagierten Hand. »Ich werde dir nicht wehtun, meine Hübsche. Ein kleiner Stich in den Nacken. Und deine kleinen Süßen werden still und leise verbluten. Alle, außer deinem ältesten Jungen, den muss ich dank deines toten Mannes leider leiden lassen.« »Genau«, brüllte der Mann mit der blutigen Hand zustimmend. Kane begann zu weinen. Bis zu diesem Moment hatte er noch erwartet, dass sein Vater kommen und sie vor den bösen Männern retten würde. Tracys Sicht verfinsterte sich und sie schwankte gefährlich, bevor sie die Kontrolle über sich wiedererlangte. Die Bestätigung, dass Daniel tot war und die Tatsache, dass sie die Kinder töten würden, egal wie sehr sie anflehte, änderte alles. Mit diesen Männern würde es keinen Falschen geben. Keine Gnade. Sie nahm die Sache selbst in die Hand und rannte, ohne ein Wort zu sagen, auf den Kannibalen mit der verletzten Hand zu und rammte ihm den Lauf der Schrotflinte in den weichen Bauch. Sofort hob er seine Hände, um Unterwerfung zu signalisieren. »Nicht schießen! Lassen Sie meine Kinder in Ruhe, oder das Arschloch ist dran!« schrie Tracy den Anführer an. Logan lachte und sprang leichtfüßig ins Gras. Sein Bogen war noch immer auf den Boden gerichtet. Tracy drehte sich halb um,
damit sie ihn sehen konnte, während sie ihr Gewehr fest gegen den Bauch des anderen hielt. Er blieb ein Dutzend Schritte entfernt stehen. In einem anderen Leben und zu einer anderen Zeit hätte man ihn für einen gut aussehenden jungen Mann gehalten. Jetzt jedoch, mit seinen angespitzten Zähnen und dem blutigen, umgedrehten Kreuz auf seiner Stirn, war er eine wandelnde Freakshow. »Tu es!« Der Anführer zuckte mit den Schultern. »Erschieß ihn, wenn du willst. Du würdest mir sogar einen Gefallen tun.« »Logan, nein, bitte!« Der Anführer ignorierte die Bitte seines Kameraden. »Schieß einfach!« ermutigte er sie. »Er ist sowieso nutzlos. Erschieß ihn oder lass es bleiben. So oder so werden wir heute Abend volle Bäuche haben.« Er fuhr mit seiner Zunge an den Zahnspitzen entlang und Tracys Entschlossenheit schwand. Die Mündung ihrer Waffe war noch immer auf den Bauch des wimmernden Kannibalen ausgerichtet. »Du kannst es nicht. Was?« fragte der Anführer mit gespieltem Mitgefühl in der Stimme. »Ist schon okay. Es ist schwer zu töten.« »Jedenfalls beim ersten Mal.« »Eigentlich wollten wir heute Abend zurück ins Camp, aber ich schätze, wir werden bei dir und den Kindern übernachten.« Tracy konnte nicht sprechen, und ihre Hände begannen zu zittern. Sie war wie erstarrt vor Unentschlossenheit und Angst. Der Anführer schaute auf die drei Kinder, die sich im Gras zusammengekauert hatten. »Habt ihr eigentlich einen richtig großen Kochtopf?« Tracy stiegen die Tränen in die Augen. Er machte einen weiteren Schritt. »Nimm die Waffe runter, Mom!« Tracy schüttelte den Kopf. »Dann will ich dir die Entscheidung etwas leichter machen. Bill!« »Ja, Boss?« sagte derjenige, der Kane festhielt. »Halte ihm die scharfe Klinge an die Kehle!« Der Kannibale gehorchte und setzte seine Machete an die Kehle des Elfjährigen. Tracy begann beim Anblick der geschärften Klinge, die sich gegen das verletzliche Fleisch ihres Sohnes presste, zu schluchzen. »Mama, ich zähle jetzt bis drei. Wenn du dann die Waffe immer noch nicht weggelegt hast, wird er hier vor dir und den anderen Kindern verbluten.« Sie spürte, wie sich die Männer um sie herum anspannten, als der Countdown begann. »Eins!« Ein Schluchzen durchzog Tracys Körper. Sie schüttelte den Kopf und ihr Finger drückte fester auf den Abzug. »Zwei!« Sie holte tief Luft und blinzelte schnell, um die Tränen aus ihren Augen zu vertreiben. »Drei!« »Ich liebe euch, Kinder!« Bevor Tracy abdrücken konnte, ertönte rechts von ihr ein dumpfes Stöhnen. Der Mann, der Kane festhielt, sank langsam auf die Knie, ein schwarzer Gegenstand ragte aus seinem linken Auge, seine gefühllosen Finger ließen die Machete fallen und versuchten an der Kleidung des Kindes Halt zu finden. Der Junge schüttelte das Gewicht seines Geiselnehmers ab und bückte sich, schnappte sich schnell die Machete und hielt sie vor sich. Der Anführer drehte sich um, hob seinen Jagdbogen und suchte nach einem Ziel, während er sich in Richtung Haus zurückzog. Tracy sah eine Chance und handelte. Boom! Durch die Wucht des Schusses verlor sie den Halt und fiel auf den Rücken, während der blutverschmierte Mann, auf den sie geschossen hatte, gleichzeitig rückwärts in den Holzzaun flog. Sein Bauch war völlig zermetzelt worden. Er schlitterte leblos die Holzpfähle hinunter und hinterließ dabei eine obszöne Spur aus Blut und Eingeweiden. Die Kinder schrien, als der andere Kannibale sich über sie kniete, sie als Deckung benutzte und sein Tranchiermesser wild hin und her schwenkte. Tracy kam wieder auf die Beine und richtete die Schrotflinte auf ihn. Sie erstarrte, als sie die kalte Spitze eines Pfeils in ihrem Nacken spürte. »Keine verdammte Bewegung, Schlampe«, sagte der Anführer leise. »Lass die Schrotflinte fallen.« Jetzt waren nur noch zwei Kannibalen übrig. Tracy wusste, dass die Chancen immer noch gegen sie standen, aber sie verstand, dass sie jetzt besser waren als noch vor einer Minute. Sie lockerte ihren Griff um die Schrotflinte und streckte sie einhändig aus, um zu zeigen, dass sie einwilligte, bevor sie sie auf das Gras fallen ließ. Der andere Kannibale war noch immer in Panik und versuchte, überall gleichzeitig hinzusehen. »Beruhige dich, Joel«, schnauzte sein Anführer. »So ist es richtig. Beruhige dich, Joel«, sagte eine Stimme hinter ihm. Tracy wurde heftig herumgewirbelt, als der Anführer sie zwischen sich und den Mann stellte, der am Zaun auf der westlichen Seite des Gartens stand. Der Kannibale rammte die Spitze fester gegen ihre ungeschützte Kehle. Der Mann vor dem Zaun war groß und schlaksig. Er hatte völlig verdreckte Haare und einen ebenso dreckigen Bart. Unter dem Dreck
konnte man aber noch immer erkennen, dass sowohl sein Haar als auch sein Bart ein intensives Rot hatten. Der lange Mantel und die Kleidung, die er trug, waren abgenutzt. Über seiner Schulter konnten sie einen Holzgriff sehen. Der Ausdruck in seinem Gesicht ließ sie innerlich frieren. Und sie war froh, dass er nicht ihr galt. In seiner Hand hielt er einen flachen, mit einer Klinge versehenen Gegenstand. Sie konnte erkennen, dass es derselbe war wie der, der im Auge des Mannes steckte, der Kane festgehalten hatte. Es war ein Wurfmesser. In dem Gürtel unter seinem Mantel steckte ein weiteres, und in der anderen Hand konnte sie etwas Silbernes sehen, aber sie konnte nicht ausmachen, was es war. Tracy wusste nicht, ob er dort war, um ihr zu helfen oder um sich selbst zu helfen, aber sie beschloss, sich erst dann Gedanken darüber zu machen, wenn es ihm gelang, die Kannibalen zur Strecke zu bringen. »Sieh an, sieh an, sieh an! Was haben wir denn hier?« fragte der Anführer. »Spannen Sie den Pfeil aus und gehen Sie von der Dame weg!« Der Anführer der Kannibalen lachte wieder. Tracy war sich nicht sicher, ob es nur gespielt war oder ob er wirklich das Gefühl hatte, wieder die Kontrolle zu haben. Die Pfeilspitze kratzte an ihrer Haut, während er sich vor Freude schüttelte. Hinter ihnen lachte auch der Kannibale namens Joel, aber er klang nicht ganz so selbstsicher. »Oh Mann, du machst mich wahnsinnig«, sagte der Anführer. »Das ist keine Lady, das ist nur eine verdammte Hure, die sterben wird, wenn du nicht sofort die Hände hochnimmst.« Der Fremde bewegte sich nicht. Er stand einfach da. Die Hand, die das Messer hielt, ruhte entspannt an seiner Seite. Er begann, eine Melodie zu pfeifen. »Was zum Teufel machst du da?« schrie der Kannibale und drückte den Pfeil in den Hals der Frau. Ein Rinnsal aus Blut begann, ihren Hals hinunterzukriechen. »Tut mir leid«, sagte der Fremde und lächelte, fast so, als sei es ihm peinlich. »Diese ganze Situation hat mich gerade an ein Lied von Kenny Rogers erinnert. Es heißt »The Gambler«. Ich bezweifle, dass du es kennst, aber der Text wird dir gefallen. Du musst wissen, wann du die Karten halten musst, wann du aussteigen musst, wann du gehen musst und wann du rennen musst.« Der Anführer war von dem singenden Fremden verblüfft. So sehr, dass er kaum Zeit hatte, zusammenzuzucken, als der Fremde in einer blitzschnellen Bewegung sein Messer warf. Die schwere Klinge bohrte sich in seine Hand und schlug sie von der Kehle der Frau weg, wobei der Pfeil nutzlos zu Boden fiel. Der Kannibale griff nach seiner aufgespießten Hand und wich zurück, als der Bote über seine Schulter griff und seine Axt aus der Halterung zog. Immer noch die Melodie summend, begann er die Axt einhändig in einem kreuzförmigen Muster zu schwingen. Zunächst langsam, dann mit immer größerer Geschwindigkeit. Erst als er den anderen Arm hob, um das Gewicht der Axt auszugleichen, bemerkte Tracy, dass seine andere Hand fehlte und an ihrer Stelle ein grober Metallhaken war. Der Fremde zögerte nicht, als er auf den Anführer zuging. »Schnapp ihn dir«, schrie der Anführer verzweifelt zu Joel, als er den Bogen fallen ließ und versuchte, die Klinge aus seiner aufgespießten Hand zu ziehen. Der Kannibale Joel, der immer noch unsicher aussah, aber vielleicht noch mehr Angst vor seinem Anführer als vor dem Fremden hatte, brüllte auf und stürzte sich auf den Fremden, sein Tranchiermesser vor sich haltend. Tracy krabbelte auf ihre verängstigten Kinder zu und griff nach der Schrotflinte, während sie lief. Als sie ihre Kinder erreichte, fiel sie auf die Knie, umarmte sie und winkte Kane verzweifelt, zu ihr zu kommen. Der Fremde wich elegant zur Seite und der angreifende Kannibale schoss an ihm vorbei. Die Axt bewegte sich unaufhörlich. Der Kannibale holte aus, verärgert darüber, dass er so leicht ausweichen konnte. Er drehte sich um und hob das Messer. Aber dazu kam er nicht. Das Messer war verschwunden. Nicht nur das Messer, sondern sein ganzer Arm unterhalb des Ellenbogens. Er schaute den Fremden verwundert an, als aus dem rohen Stumpf seines Unterarms dickes, rotes, arterielles Blut auf das Gras floss. »Scharf, nicht wahr?« fragte der Fremde zustimmend. »Ich wette, du hast das nicht einmal gespürt. Keine Sorge, du wirst durch den Blutverlust ohnmächtig, bevor es wehtut. Ich hatte nicht so viel Glück, als ich meine Hand verlor.« Er wedelte mit seinem Haken vor dem Gesicht des Kannibalen, bevor der Sterbende auf die Knie sank. Er hatte nicht mehr genug Kraft, um zu protestieren, als der Fremde die Sohle seines Stiefels gegen seine Brust drückte und ihn sanft auf den Rücken fallen ließ. Mit einer verzweifelten Anstrengung riss der Anführer Logan die Wurfklinge mit einem kurzen Schmerzensschrei aus der Hand und begann, auf die Frau und ihre Kinder zuzustolpern. Als sie die Schrotflinte hob, hielt er sofort an und hob seine Hände.
Dann ging er einige Schritte zurück und schien zu resignieren. »Bitte, tötet mich nicht. Wir haben nur Spaß gemacht. Wir wollten Ihnen nicht wehtun.« »Soll ich dir die gleiche Gnade erweisen, die du Ihrem Vater erwiesen hast?« fragte der Bote und zeigte dabei mit der immer noch in seiner Hand befindlichen Axt auf die zusammengekauerten Kinder. »Aber...« Das flehende Gesicht des Kannibalen verwandelte sich in ein Knurren und er zuckte mit der Hand und warf das Messer des Fremden nach ihm. Er hatte richtig gezählt. Zu seinem Pech traf das Messer den Fremden aber mit dem stumpfen Ende und es prallte harmlos ab und fiel ins Gras. Der Fremde schaute darauf hinunter, dann wieder zu den Kannibalen hoch und lächelte. »Puh, netter Versuch, aber ein Messer zu werfen ist wirklich schwer, wenn man keine Übung hat. Hier, ich zeige es dir.« Er ließ den Kopf der Axt auf den Boden fallen und stützte den Griff auf seinen Oberschenkel, bevor er die letzte Klinge aus seinem Gürtel zog. Er hielt die Klinge mit dem Daumen und den beiden Zeigefingern fest, als er sie hochhielt. »Ich bevorzuge es, die Klinge so zu halten, in einem Kneifgriff. Dann hebst du deine Hand und führst sie so über deine Schulter.« An diesem Punkt erkannte der Kannibale, dass er sich in unmittelbarer Gefahr befand, drehte sich um und rannte zum Haus. »Und dann wirft man.« Das Messer traf ihn zwischen den Schulterblättern in die Wirbelsäule. Seine Beine hörten plötzlich auf zu funktionieren und er krachte mit dem Gesicht gegen die Holzveranda, bevor er die Stufen hinunter ins Gras rollte und vor Schreck stöhnte. Er blickte zu dem Fremden auf und rang nach Luft. Seine schmerzverzerrten Augen waren noch immer trotzig, als der Mann über ihm stand. »Wer zum Teufel bist du?« röchelte er. »Nicht? Nun, man nennt mich den Boten, aber mein Name ist Luke. Ich habe eine Nachricht für dich.« »Fahr zur Hölle!« Der Kannibale sah die Axtklinge vor sich, aber dann verschwamm sein Blick und seine Augen begannen unkontrolliert zu zucken. Er hörte die erschrockene, aber feste Stimme der Frau. »Fallen lassen und Hände hoch!« Logan Smith versuchte, sich umzudrehen, weil er sich fragte, warum der Fremde ihn noch nicht getötet hatte. Er konnte sich nicht bewegen. Er konnte weder den Mann noch die Frau sehen. Was er sah, war ein Umriss seines eigenen blutigen, pumpenden Halses. Sein Mund öffnete sich zu einem letzten stummen Schrei, als der Sauerstoff in seinem Gehirn schließlich aufgebraucht war und der Tod ihn einholte. Der Bote streckte die Arme in die Luft. Sein Haken leuchtete matt im späten Nachmittagslicht. Seine Axt lag auf dem Boden. Er hatte sie fallen lassen, als sie es befohlen hatte. Ihre Schrotflinte war auf seinen Bauch gerichtet. Ihre Hände zitterten noch immer von dem Schrecken der letzten Minuten und vielleicht auch deshalb, weil sie Angst vor ihm hatte. »Wer sind Sie, Mister? Und was wollen Sie?« »Mein Name ist Luke. Luke Merritt. Ich will nichts.« Im Licht des späten Nachmittags begann es zu regnen. Erst war es ein Sprühregen, dann entwickelte sich das Wetter zu einem wirklichen Wolkenbruch aus schweren, dicken Tropfen. Die Kinder kreischten. Er schaute lächelnd in den dunklen, schweren Himmel und dann wieder zu ihr. »Nun, vielleicht ein Dach über dem Kopf für die nächsten paar Stunden wäre ganz gut.« »Kinder, rein!« rief sie, ohne ihren Blick oder ihre Waffe von ihm abzuwenden. Sie rannten hinein und beäugten ihn misstrauisch, als sie vorbeigingen. »In Ordnung, Herr Merritt. Ich schätze, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Aber wenn ich Sie eine Weile bleiben lasse,« sagte sie und zeigte zu den Leichen, »dann können Sie mir auch helfen, dieses Chaos aufzuräumen, bevor Sie sich auf den Weg machen.« Sie zuckte zusammen, als er seine gute Hand ausstreckte. »Abgemacht!« Es war seltsam. So gefährlich er noch vor wenigen Minuten gewirkt hatte, so sehr hatte er jetzt etwas Kindliches an sich, etwas Vertrauenswürdiges. Sie ließ ihre Waffe sinken und war bereit, sie sofort zu heben, falls er eine bedrohliche Bewegung machen sollte. Aber das tat er nicht. »Also, kommen Sie rein.« 8. Der Regen, der an diesem Tag einsetzte, hörte erst 3 Tage später wieder auf. Luke reiste nach 10 Tagen wieder ab. Als er aufbrach, begleiteten ihn Tracy Rand und ihre Kinder. Er hatte ihr von den Städten erzählt, und sie wusste jetzt genau, warum man ihn den Boten nannte. Er war ein begnadeter Geschichtenerzähler. Er erzählte seine Geschichte, die Geschichte Manchesters und die Vorteile eines Umzugs dorthin mit einem Geschick, das sowohl sie als auch ihre Kinder verzauberte und von der Idee überzeugte, mit ihm zurückzugehen. Trotz seiner Erzählungen und der Möglichkeiten, die die Stadt zu bieten schien,
hätte sie sich vielleicht entschieden zu bleiben und durchzuhalten, wenn da nicht eine Sache gewesen wäre. Luke selbst. Am Ende dieser 10 Tage hatte sie sich in ihn verliebt. Zuerst empfand sie Abscheu, dass sie so kurz nach dem Verlust von Daniel überhaupt an einen anderen Mann denken konnte. Aber es schien nicht in ihrer Macht zu liegen, das zu kontrollieren. Luke seinerseits hatte ihre Zuneigung nie ermutigt oder erwidert. Und selbst als sie sich auf den Weg in die Stadt machten, hatte sie keine Ahnung, ob er die gleichen Gefühle auch für sie hegte oder nicht. Es spielte keine Rolle. Sie folgte ihrem Gefühl und war sich sicher, dass es die richtige Entscheidung war, ihm in die Stadt zu folgen. Weder sie noch die Kinder blickten zurück, als sie dem großen Fremden den Hügel hinunter über die Barrikade in ihr neues Leben folgten. Ende. Du hast dir Der Bote Buch 9 von Amerika fällt, geschrieben von Scott Medbury und gesprochen von Kai Kowalla angehört. Wenn dir dieses Hörbuch auf YouTube gefallen hat, solltest du den Kanal liken und abonnieren, um ihn zu unterstützen. Und vergiss nicht, das Glockensymbol zu klicken, um über neue Uploads informiert zu werden.